Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wie Leute, wir waren beim letzten Mal hier in der ersten Mission der Russen quasi angekommen. Ne? Und genau, wir sind hier der gute Grigor und sein Wassili Sukow. Und genau, wir haben beim letzten Mal quasi rausgefunden, dass wir hier diese Leute theoretisch mit uns verbünden könnten. Aber das funktioniert so leider nicht, weil mir diese Funktion hier in dem Spiel irgendwie fehlt. Weil ihr seht's ja, ich kann hier nichts machen, ne? Ich kann hier nichts eintippen, komischerweise. Das Problem haben auch einige andere Leute. Aber das soll uns nicht aufhalten, weil wir können, denke ich mal, diese Mission sehr einfach beenden, indem wir einfach hier ein Flugfeld aufbauen und dann gleich einen Atombomber bauen. So kann der eigentlich wieder zurück, weil wir müssen nämlich eigentlich nur dieses Kapitol hier platt machen, ne? Dieses Kapitol. Und der Gegner, der hat halt fast... Ja, der hat 4 Flaks da stehen. Okay, aber der Kartoffellaster, der kann ja hinten hinfahren, oder? Wo ist der Kartoffellaster? Ja, oder auch nicht. Jedenfalls, ja, Freunde, das ist ziemlich schade, wie ich finde. Warte, was ist das denn? Orthodoxe Kirche. Cool. Ach, da ist der Kartoffellaster. Okay. Wie gesagt, also das ist ziemlich blöd, dass wir da diese Sachen nicht, also keinen Tribut zollen können. Was ich ein bisschen, echt ein bisschen komisch finde. Aber müssen wir akzeptieren. Es ist ein Bug vom Spiel. Was leider sehr... Was machst du denn? Fahr doch da rein, Mann. Das ist ein Bug vom Spiel, was ich echt schade finde. Aber müssen wir so akzeptieren. So, wo haben wir denn hier die Kaserne? Da haben wir die Kaserne. Und danach könnt ihr bitte hier jede Menge Türme aufbauen, weil die werden wir brauchen. So. Genau. Was? Oh Gott. Das ist zu nah dran hier an dem Turm. Scheiße. Ja gut, okay. Ja, dann verteidigt ihr mal hier. Und wir können... Ihr seht das ja hier, ne? Wir sind ja auch in der aktuellen Zeit komplett, ne? Voll in der modernen angekommen. 2018 ist das Jahr. Und wir können, glaube ich... Wenn wir jetzt diesen B-52-Bomber bauen, Freunde... Das ist nämlich ein Atombomber. Und den müssen wir halt irgendwie jetzt ganz schnell hier... Ja... fertig kriegen. Weil der Gegner, der greift hier an, wie ihr seht, ne? Oh Gott, der Grigor, ey. Grigor, geh weg! Um Gottes Willen, du darfst nicht sterben, Grigor. Grigor darf nicht sterben, nein. Um Gottes Willen, Grigor darf nicht sterben hier. Oh Gott, das sind so viele Einheiten da. So, wo ist Grigor? Die wollen den Grigor haben. Das ist doch nicht wahr. Weil ich glaube, wenn der stirbt, dann haben wir das Spiel verloren. Maschinengewehre. Boah, mach die doch kaputt. Okay. Alles klar, das haben wir nochmal hingekriegt, Freunde. Wo bleibt mein Atombomber? Da ist mein Atombomber, liebe Freunde. Und ja, dann probieren wir das doch einfach mal, würde ich sagen. So, hier dann. Ja, lass den da drauf ballern, das ist okay. Aber ich muss das echt... Ja, obwohl der hat da so viele Flaks stehen, ne? Der Gegner, der hat da extrem viele Flaks stehen. Ich muss halt gucken, ob das ausreicht, ne? Ich meine, es können dann 2 Flaks da drauf schießen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Und schmeiß ab. Das klappt nicht. Oder doch, ich könnte theoretisch auf das andere Gebäude schießen. Wartet mal.
Das muss ich jetzt ausprobieren. Weil das ist jetzt gerade irgendwie meine einzige Chance. Na, das ist gerade meine einzige Chance. Und ich brauche eigentlich noch einen Bürger. Krieger, komm mal ins Krankenhaus. Ich höre hier schon wieder die Hubschrauber da. Seht ihr das? Kampfhubschrauber. Der sieht so aus wie so ein russischer Hubschrauber aus Command & Conquer. Ja, wie gesagt, ich muss... Och, die Steuerung auch. Ich muss das echt so schaffen, weil sonst, ja, blöd gestellt jetzt, aber... Weißt du was? Mach diesen Marinesoldaten platt. So, dann habe ich jetzt eine... Diplomat habe ich noch, ja. Ja, genau, Leute. Ich bin mit dem Diplomat hier unten hingegangen, habe schon alles Mögliche versucht. Ich habe auch tatsächlich das komplette Spiel neu gestartet hier. Tatsächlich neu gestartet, neu installiert. Und es funktioniert einfach nicht, ne? Ich kann keine Tribute schicken, warum auch immer. Und deswegen muss ich das jetzt mit diesem Bomber irgendwie schaffen. Mensch, das kann doch nicht wahr sein. Das muss ich irgendwie schaffen mit dem Bomber. So. Ach du Scheiße. Was kommt denn da alles an? Ach, die Maus, die nervt aber auch gerade so ein bisschen. So. Ach nee, jetzt habe ich den verpasst. Wisst ihr was? Das werde ich laden. Ich brauche definitiv... ich brauche definitiv ein Ablenkungsflugzeug. Okay, das heißt hier... Bau bitte den Flughafen auf. So. Baut bitte diesen Kack-Flughafen auf hier. Und dann werde ich noch ein paar Bürgerchen hier bauen für Nahrung. Ja, Freunde, das ist... ich saß eben 2 Stunden hier dran, um es zu versuchen, ja, zu reparieren. Ich weiß nicht warum, aber es ist halt wohl ein bekannter Bug. Ne? Und das ist halt echt schade, weil Empire Earth ist eigentlich immer geil gewesen. Ne? Deshalb, also das ist alles unerwartet jetzt gerade. Echt unerwartet. So, wo kann ich denn jetzt hier ein vernünftiges Feld hinsetzen? Ach, Leute, ihr wollt mich doch verkackeier nicht. Na ja, gut, dann mach's halt dahin. Ja, genau. Und ihr bleibt mal bitte hier. So, lasst die einfach dahin laufen. Alle bitte helfen. So, dann können wir einen Atombomber bauen und danach noch einen Jäger. Ja, kommt. Noch einen Jäger, der kann dann die Flaks ablenken. Ganz genau, das müssen wir jetzt echt ein bisschen koordinieren hier. Die können da oben verteidigen. So, dann haben wir jetzt hier, die können zur Nahrung gehen. Nahrungsquellen machen wir mal, entwickeln wir mal Pestizide. Tatsächlich. So, dann haben wir hier noch unsere Türmchen, die wir hier aufbauen können. So. Und dann haben wir das doch eigentlich, ne? Marinesoldaten, kommt ihr mal... ganzen Einheiten, kommt ihr mal bitte mit nach vorne. So. So, der Atombomber kann bitte erstmal drinne bleiben. Funktioniert das denn, wenn ich jetzt... Ja, der Atombomber bleibt drin. Sehr gut. Wisst ihr was? Ich nehme 2 F-15-Jäger. Ja, ihr seht schon, ne? Also die Flugzeuge, die sind tatsächlich mit voll modern jetzt. Mittlerweile. Und ja, das ist halt, weil es eine neue Zeit ist. So, da kommen die ganzen Einheiten. Okay. Warum seid ihr denn so blöd? Und fahrt nicht in die Reichweite des Krankenhauses, verdammt nochmal. So. Genau, dann bleibt doch mal hier in der Reichweite des Krankenhauses. Wunderbar.
gut, dann wollen wir trotzdem vorsichtshalber doch mal lieber nochmal die Militärgebäude. Und ja, dann sind alle Flieger tatsächlich schon fertig. Ja, dann kommt mal raus. Sehr schön. Wow, schaut euch die an. Voll die Jets mittlerweile hier. Ey, richtig krass. Und das geht noch. Das geht ja alles noch weiter, Freunde. Das geht ja alles noch weiter, ne? Die Entwicklung ist ja nicht stehen geblieben, ne? Also auch aktuell nicht. Also die Entwicklung schreitet ja weiter voran und das sieht geil aus. Das sieht geil aus, so. Und du machst bitte dieses Kapitol hier kaputt. Bams! Aber gut, das war leider nicht das, was... Hä? Aber dann frage ich mich jetzt gerade, wo denn dieses Kapitol ist, wenn es nicht das war. Die Jäger, die cruisen da noch rum. Zerstören wollen doch Voronezh. Ja, aber das hier ist doch Voronezh. Das erkundet mal. Ah, nein. Diese blöden Flakraketen, ey. Jetzt werde ich hier unten voll geraped, ey. Leute, was ist mit euch los hier? So. Die gehen auch voll feige hier auf die Gebürger drauf, ne? So. Bams. So, das kaputte Flugzeug hier, ey. Oh, Mann, oh, Mann. So. Die Bürger sammeln sich mal da vorne, bitte. Und ihr hört mal auf die Bürger zu gehen. Ihr miesen Helis. So, Rostov. Ja, ich kann mich leider nicht mit euch verbinden, Leute. Es geht nicht. Weil ich hier so ein Spielebug habe. Verdammt nochmal. So, dann... die könnten eigentlich drinnen bleiben. Die können eigentlich alle erstmal drinnen bleiben wieder. Ich muss... Ja, oder? Ja, flieg mal wieder rein. Ich muss das da oben erkunden. Wo ist denn da das Kapitol, sagt mal? Wo ist denn dieses Kapitol? Dann bauen wir bitte nochmal zwei Flieger. Und ihr könnt ja jetzt einfach da oben hinfahren. Und ich würde jetzt echt mal gerne wissen, wo denn dieses Kapitol jetzt ist. Ihr könnt mal ein bisschen mehr aushalten eigentlich, weil ich brauche euch. Genau, schön in den Bereich von der einen Flak durchfliegen. Dann guckt... Ah! Das ist da vorne. Das heißt, wir brauchen einen schaut euch das an. Wir brauchen definitiv einen koordinierten Luftangriff. Okay, aber dafür brauchen wir Ressourcen. Und dafür brauchen wir ein neues Gebäude. Beziehungsweise... Nee. Beziehungsweise Ressourcen erstmal ganz genau. So. Nein, ihr sollt doch hier bleiben. Was zur Hölle, was? Flieg wieder rein. Was ist denn hier los mit euch? Hallo. Ich will nicht, dass ihr da rausfliegt. Ach du Kacke. Hat jetzt alle meine Einheiten hier platt gemacht oder was? Was ist denn jetzt los? Gregor, kannst du schießen? Ja, du kannst schießen. Sehr gut. Dann helf mal den Türmen. Boah. Kommt da mit Hubschraubern an. Der Gegner, okay. Ich brauche eigentlich ganz, ganz viele Jäger, ne? B-52-Bomber haben wir dann zwei Stück. Wir brauchen dann tatsächlich Jäger. Die Diplomaten, die können eigentlich auch mal helfen. Die macht ja ganz schön Schaden eigentlich auch, ne? Grigor. Die Türme gehen kaputt. Nee. Ja, soll ja nun wirklich nicht hier. So ja nun wirklich nicht. Oh, shit. Shit. Shit, Leute. Shit.
Da müssen wir uns wieder aufbauen. So. Oh, was sind die aggressiv hier? Was sind die aggressiv? Das muss ich leider nochmal laden. Das muss ich nochmal laden. Das muss ich leider nochmal laden. Bau dieses verkackte Flugfeld. Und dann möglichst ressourcenschonend hier. Diesen Luftangriff mit den Jägern. So. Wie gesagt, ich hoffe, dass wir das irgendwie hinkriegen. 4 Jäger. So. Aber ihr bleibt bitte hier drin. Ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, da muss ich jetzt irgendwie... ja. Mich hier einmauern. Mich hier komplett einmauern mit Türmen. Und die bauen mal bitte... 8 Bürger. So. 7. Ach, genau. So passt das. Lass die doch in Ruhe eigentlich, ja. Warum nicht? Ich glaube, diese Mission ist auch jetzt viel schwieriger. Weil wir halt, ja, keine Tribute nutzen können, hier komischerweise, ne? Aber gut, so macht es die letzte Kampagne von Empire Earth auch ein bisschen schwieriger. Ja, ganz genau, liebe Freunde. Ich nehme es mittlerweile am Sonntagabend wieder auf. Wo ist die Mühle? Da ist die Mühle. Tatsächlich, weil, ja, ich hab's halt gestern direkt nochmal versucht, ne, mit dem Empire Earth neu zu installieren und so weiter. Aber das hat irgendwie nicht geklappt, ey. Ich weiß auch nicht warum. Also auf jeden Fall kommen die Gegner hier mit ganz schön viel Geschiss an. Deshalb werde ich ja auch gleich dann wieder... So. Erstmal Nahrung. Nahrung ist erstmal das Wichtigste hier. So. Danach werde ich direkt eine neue Siedlung bauen. Aber erstmal hier... ein Turmdreieck. So. Sind die Flieger fertig? Die sind gleich fertig, ne? Sehr schön. Ich brauche eigentlich noch mehr Jäger. Weil dieser Bomber, der muss gleich unbedingt durchkommen. Das ist unsere einzige Chance hier. Wenn wir wirklich nur das Kapitol... Oh, ach du Scheiße. Nur das Kapitol kaputt machen müssen. Baut das schneller auf. Baut das auf. Baut diesen Turm auf. So, alles klar. Er steht. Wunderbar. So. Ihr könnt mich mal, Leute. Nix da. Wir stehen hier voll im Krankenhaus drin. Nee, Krieger ist nicht kaputt. Ich wollte schon sagen. So. Alles klar. Den Angriff hätten wir jetzt abgewehrt. Dann brauche ich eine neue Siedlung. Und zwar hier unten. Da haben wir nämlich alle 3 Ressourcen. Und jede Menge Bürger. Ja. Jede Menge Bürger brauchen wir. Die ganzen Militäreinheiten können wir eigentlich auch alle hier unten abstellen. Für das Vaterland, ja. Ganz genau. So, da könnt ihr euch eigentlich aufteilen. Ihr geht die alle zum Eisen, aber... So. Machen wir die mal zum Gold. Und ja, liebe Leute, dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt, das Let's Play von Empire Earth. Wie wir jetzt hier jetzt losgehen, und das würde ich sagen, speichere ich mal unter den Russen. So, das ist jetzt hier unser stylischer Luftangriff. Wo der Gegner irgendwie 10.000 Flaks hier hat. Na, ihr seht das. Ihr seht das hier zumindest, also hier wäre... Hier sind es ja nur 2, aber da vorne sind es halt extrem viele, ne? Deswegen müssen wir das jetzt hier mit so einem schönen Kampfschwadron erledigen hier. So. Fliegt einfach da rein. Himmelfahrtskommando.
Aber am besten nicht in die Reichweite von vielen Flaks, ne? So, und durch. Und einfach durch. Und einfach durch, genau. Und hier auf das Kapitol, los. Schmeiß die Bombe. Und kabam. Das Ding steht noch. Das Ding braucht 2 Bomben. So ein Mist. Das Ding braucht 2 Bomben. 9100, das sind sogar 3 Bomben, was die da brauchen. Oh mein Gott. Okay. Spiel laden. Ja gut. Scheiße, ich hab die jetzt schon losgeschickt, ne? Ich Idiot. Ach Mensch. So, Bomber, dann kommt mal zurück hier, los. Ihr müsst alle bitte mal zurückkommen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen kacke. Wenn der tatsächlich so viele Bomben braucht, ne? Das Kapitol. Und was ist jetzt hier unten wieder? Ihr feigen Säue, echt. Ihr feigen Schweine. Der Kartoffellaster kann mitschießen hier. So, seht ihr das? Wir haben hier Laserwaffen. Wo denn jetzt schon wieder? Ach nee. Okay, raus da. Wartet mal. Das geht mir alles ein bisschen zu unkoordiniert hier. Der Bürger steht an der Front. Nee, danke. Bürgerunterstützung ist zwar nicht schlecht, aber... So. Ich brauche ja Ressourcen hier, ne? So. Dann mach das mal bitte hier. Du bitte auch hier hin. Der Atombomber bitte auch hier hin. So. Die Frage ist jetzt... Abbrechen. Was heißt hier abbrechen? Sind das feige Säue, ne? Die Ukraine auch, ja. So. Die Flaks, die bringen auch irgendwie gar nichts hier. Schieß auf den Hubschrauber da. Los, helft mal. Ah, bam, hier, los. So, sehr gut. Die haben also abgebrochen. Wunderbar. So. Kannst du... Du kannst auch nochmal arbeiten. Sehr gut. Sehr schön. Ah, wir sind... Sind wir drüber? Ne, wir sind noch nicht drüber. Gut. Dann würde ich sagen, können die nochmal ein paar Türmchen hier aufbauen. Da haben wir nur 2 beim Stein, ne? Wartet mal, mach mal 5 zum Stein, so. Und ja, dann... Ach du Heilige. Es sind einfach so viele. Es kommt da auch noch mit seinen... geilen Flugzeugen hier an. Das ist ja echt... Och du Heilige! Warum ziehen die so viel ab? So. Verdammt. So, die können aber abgeschossen werden. Das sind nur Jäger. Okay. Ah, die Gelben, die kommen da jetzt auch noch auf uns zu. Oh, Mann. Ich muss unbedingt hier die, die Flugzeuge fertig kriegen. Das ist ja penetrant hier. Das ist echt zu viel. Was geht denn hier jetzt ab? Das ist echt zu viel. Okay. Leute. So viel, ne? So viele Einheiten. Abbrechen. So. Abbrechen. Und ihr fliegt bitte heim. So. Das ist doch total bescheuert jetzt gerade, ne?
Da kommen einfach viel zu viele Einheiten auf mich zu hier. So. Da kommen sie wieder. Die feigen Schweine. So. So. Mach die alle platt. Verdammt nochmal, ey. Ja, du kannst... du kannst mal die Flak reparieren, bitte. So, und dann kommen jetzt gleich ganz viele Einheiten, ne? So. Ja, wir brauchen hier Türme. Das geht gar nicht anders. Und vor allem brauchen wir aber gleich auch mal unseren geilen Luftangriff hier. Bauen wir noch einen Atombomber. So. Krieger, was machst du? Bleibst du mal hier vorne? Das ist echt eine Kackmission, wenn man hier nichts machen kann. Das ist echt bescheuert. Aber gut. Bau einfach Militärgebäude. So, die Pfeilformation hier, die steht noch. Das ist schon mal gut. Sind hier alle... Ah, hier arbeiten schon alle. Okay, dann kannst du da helfen. Und ihr... Ja... Zwei von euch gehen mal hoch und einer dann hier hin. So, wo werden wir wieder angegriffen? Alles klar. Das geht ja noch. Das geht ja noch. Was machst du denn mit einem Bürger, rennt der hier rum? Oh Mann. Schaut mal, wir könnten ins digitale Zeitalter voranschreiten. Aber ich denke mal, jetzt werde ich das nochmal speichern. Und unter Russen. Freunde. Die Mission werde ich jetzt aber definitiv noch machen. Auch wenn die Folge schon voll ist. Es sind nur zwei. Es sind nur zwei. Okay, wartet mal. Vielleicht muss ich... Ach du, jetzt kommen sie nämlich hier. So, Jäger, okay. Aber ich muss ja auch hier unten das Zeug beschützen, ne? Aber das passt doch soweit. So, Jäger, kommt bitte mit nach vorne jetzt. So. Ab nach vorne. Oh Gott. Jetzt muss ich das richtig timen. Dreht mal ab, bitte. Und, genau. Jetzt bitte alle Flieger rein hier, los. Alle Flieger rein da. Nein, nicht den... Ach, ihr seid doch so... Die Flieger sind so dämlich, echt. Die Flieger sind so dämlich. Oh, und dann dreht er ausgerechnet vorher ab. Was ein Scheiß. Ja, das ist nicht einfach. Das ist echt nicht einfach. Vor allem, wenn der Gegner genau dann angeschissen kommt. So. Ihr macht mal bitte Stellung. Ach, wartet mal. Der Krieger, der hat einen Schlachtruf. Der Krieger hat einen Schlachtruf, ne? Ja, na klar, ey. Ihr seid wie welche. So. Macht den kaputt da vorne. Den Typi. So, dann brauchen wir Panzer. Ganz dringend. Und wir brauchen hier... Bazookas? Stinger-Soldat? Das sind Anti-Lufteinheiten. Aber nee, wir brauchen die hier. Kommt. So, jetzt haben wir hier oben... Hier diese Armee hier, die da angeschissen kommt. Okay. Sehr gut. So, da unten läuft die Panzerproduktion voran hier und wir können hier unterstützen. Okay. Wir können hier unterstützen. Was ist hier unten wieder? Nix. Okay, gut. So. Die Bürger, die können bitte diese Flak hier reparieren. So. Und vor allem gleich wieder die Türme aufbauen. Da kommt die Ukraine. Alles klar. Zurück. Hier, Sukow. Helf mal da. Hier oben auch bitte. Helf mal. Der hat eine Laserkanone. Seht ihr das? Richtig geil. So. Was
Was macht ihr denn da, ey? So, kommt mal rein in die Reichweite des Krankenhauses. Ach, also wirklich. So, wir haben hier... Was haben wir hier? Plus Heirat und Reichweite. Ja, das ist doch nicht schlecht. Okay. So, dann haben wir hier jetzt diesen Stellungskrieg. So, alles klar. Wunderbar. Wir müssen das Kapitol in Voronezh platt machen. Alles klar. Das heißt, wir haben hier dann auch... Der hat eine Artillerie, der Penner. Bitte was? Okay, krass. Das war eine Artillerie, was wir da gerade gesehen haben. So, wo ist Grigor? Das ist Grigor. Okay. Boah. Ach du Heilige. Ja, ihr Feiglinge, echt. Ihr Feiglinge. So. So macht ihr bitte Stellung halten. Verdammt nochmal. Okay, alles klar. Das heißt, hier müssen wir wieder die Türmchen nachbauen. Ach ja. So, ihr macht bitte... Zieht euch mal zurück da. So. Ihr könnt bitte diesen Turm da reparieren. Wunderbar. Und dann brauchen wir jetzt eigentlich noch 260 Stück von Eisen. Eisen brauchen wir. Wir brauchen eigentlich nicht so viele Steine. Dann geht mal bitte zum Eisen. Unterstützt da mal ein bisschen. So, was haben wir denn? Wir haben 2 Atombomber. Haben 6 Jäger. Ach Leute, das dauert doch ewig hier, echt. So. Arbeitet mal schneller hier. Oh Mann. Warte mal. Wer schießt hier schon wieder? Ich habe hier doch eben den Scharfschützen gehört. Oh, die wollen voll auf Grigor hier. Wo ist der General hier? Was kommt denn da jetzt schon wieder an? Boah, das ist so unfair. Ihr feigen Schweine, echt. Ihr feigen Schweine, geht hier einfach voll auf meine Bürger. So, meine Güte. Das ist mir ein bisschen zu unübersichtlich hier, ganz ehrlich. Das ist mir echt ein bisschen zu unübersichtlich, aber wir haben zumindest jetzt das Geld für den letzten Atombomber. Ich möchte hier gar nicht so lange verbleiben in dieser Mission. Das ist echt kacke, wenn man hier die nicht als Verbündete zählen kann. Nee, Mann, Mann, Mann. Und 33 Minuten. Scheiße. Ja gut, egal. Das ist halt eine Kackmission, ne? Was soll man da machen? Es ist halt eine richtige Kackmission. Und ich habe jetzt gerade keine freien Bürger mehr. Das ist ein Diplomat. Das können wir gerne versuchen, aber es hat ja nicht geklappt. Ne? So. Ihr müsst bitte in die Reichweite des Krankenhauses, so. Damit ihr auch schön geheilt werdet. So, ja, bringt das irgendwas, wenn du jetzt hier nochmal in die Festung gehst? Jetzt hier vielleicht? Nö, nein. So, mach diesen Panzer weg. Oh Mann. Na gut, okay. Alles klar, das heißt, wir brauchen hier noch jede Menge. Mach mal ganz viel. Ach Quatsch, Eisen haben wir ja gar nicht so viel, ne? Wir haben zu viel Gold. Panzer brauchen auch Eisen. Was haben wir denn hier, was Gold braucht? Maschinengewehre. Ja, dann bauen wir mal einige. Und die Flieger sind fertig. Was haben wir hier? Okay, nix. Ja, ist gut. So. Wo sind meine freien Bürger da? Die können diesen Turm bitte wieder aufbauen. So. Ja, und dann speichern und nochmal diesen Luftangriff machen jetzt. So, Russen. Ihr kennt euch doch mit Atombomben aus, Mensch.
So, die Jäger kommen zuerst raus. Das ist sehr gut. Da kommen die Atombomber. Ihr sammelt euch erstmal da, ja? Und ich werde euch mal ein bisschen aufwerten, dass ihr mal ein bisschen länger fliegen könnt. Alter Schwede. Auch ihr hier. Ah, gut, egal. Ihr fliegt bitte einfach durch. Die Jäger bitte. Wartet mal, ich muss alle Flugzeuge rein draufkriegen. So. Und rein. Los, rein. Der Atombomber fliegt wieder zu gefährlich schnell. So, los. Und einfach rein. Einfach rein mit dem Luftangriff. So, und hier. Und drauf schießen. Bam. Bam. Ja, wir haben es doch. Geht doch, Leute. Nach dem Fall von Woronesch kann mir die russische Regierung diese Region nicht mehr wegnehmen. Neu-Russland wird endlich wahr. Die Narren in Moskau, die mich ausgezählt haben, werden büßen. Na Gott sei Dank. Es ist ja doch noch gut gegangen. Oh Mann, was ein Himmelsfahrtskommando, ey. Diese Kackmission. Weil wir hier auch gar nicht mit Tribut irgendwie handeln konnten, ne? Schaut mal an, was die alles hatten. Oh, das ist echt krass gewesen. Da kam er auch wieder angekackt, ne? Es haben sogar alle überlebt. Ach, cool. Ja, liebe Freunde, die erste Mission der Russen ist geschafft. Es war sehr umständlich, aber wir haben es am Ende trotzdem noch geschafft. Weil wir ja zum Glück einfach nur dieses Kapitol hier platt machen mussten. So. Meine Güte. Was ein Akt. Oh, hier. Nee. So, Freunde, dann würde ich mal sagen, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier weitergeht in Mission 2 Neu-Russland, sehen wir dann beim nächsten Mal. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.